Verbindung aufnehmen. Mit Verbindung aufnehmen ist gemeint, die Verbindung zu den eigenen Quellen des Lebens. Und zwar sind das jene Quellen, die Sie ganz persönlich als Ihre Quellen, Ihre stärkenden Energiequellen des Lebens erkennen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag für drei Quellen, die für mich eben die Quellen des Lebens darstellen. Das ist die Verbindung mit der schöpferischen Kraft, das ist die Verbindung mit der universellen Liebe und das ist der göttliche Segen. Und mit diesen drei Quellen kann man sich mit einer einfachen Übung ganz bewusst, und es geht um nicht mehr und nicht weniger, also meine bewusste Verbindung mit diesen drei Quellen, sich bewusst machen, dass es diese drei Quellen gibt. Und diese Übung, die ich Ihnen zeige, ist einfach, dauert vielleicht in Summe eine Minute und die können Sie jederzeit entweder unterstützend mit den Handbewegungen, die ich Ihnen zeige, oder einfach im Sitzen, im Liegen, im Gehen, wann immer Sie wollen, durchführen. Ich verbinde mich mit der schöpferischen Kraft des Universums. Ich öffne mich dieser Kraft und lasse sie ihre Werke tun. Ich verbinde mich mit der universellen Liebe. Ich öffne mein Herz für die Liebe und lasse sie zu anderen Menschen fließen. Ich verbinde mich mit dem göttlichen Segen. Ich danke für diesen Schutz. In meiner Einzigartigkeit, mit allem, was ich bin und mit allem, was ich tue, bin ich ein Segen für die Menschen. So ist es, so ist es, so ist es. Danke, danke, danke. Und es geht darum, uns in einfacher Weise, aber sehr bewusst mit diesen Quellen zu verbinden. Das Ganze hat einen ganz klaren, einfachen, überzeugenden Sinn. Es geht darum, dass wenn wir uns auf den Weg gemacht haben und wenn wir am Weg der Entwicklung sind, dass es Kräfte gibt, die uns dabei unterstützen. Dass es Dinge gibt, die sich für uns zum Positiven ergeben. Dass wir Glück haben. Sodass wir das Gefühl haben, auf diesem Weg, wie schwer auch immer sein mag und wie viele Hindernisse Sie auf diesem Weg auch immer vorfinden mögen, was es zu überwinden gilt, sodass Sie doch eine gewisse Unterstützung in sich spüren. Eine Unterstützung, ohne die Sie am Weg vielleicht verzweifeln würden. Ohne die Sie vielleicht einfach einmal alles hinwerfen würden und sagen, ich komme ohnehin nicht weiter. Das heißt, diese Verbindung, diese bewusste Verbindung mit den drei Quellen des Lebens halte ich für ganz, ganz entscheidend. Für mich ist die relevanteste Quelle die schöpferische Kraft. Ich sehe die schöpferische Kraft überall, wo ich hinsehe. Ich sehe sie in der Natur, ich sehe sie im Wachstum der Pflanzen, ich sehe sie im Wachstum in der Entwicklung der Tierwelt, der Ökosysteme, in der Entwicklung der Menschen. Die schöpferische Kraft. Nennen Sie diese schöpferische Kraft, wie Sie wollen. Ich bin überzeugt davon, dass sie da ist. Sie steht uns für unser Leben zur Verfügung, sonst würde es uns gar nicht geben. Aber ich kann mich ganz bewusst wieder mit dieser Kraft in Verbindung bringen, im Sinne von, ich mache mir bewusst, dass die schöpferische Kraft mir für mein Leben, für meine Entwicklung zur Verfügung steht. Die zweite Quelle des Lebens, da bin ich überzeugt, an die glaubt jeder Mensch, die kennt jeder Mensch, das ist die universelle Liebe. Die Verbindung mit der universellen Liebe macht uns erst zu Menschen. Und alles, was wir mit Liebe tun, wird uns um ein Vielfaches besser gelingen. Die dritte Quelle ist eine
natürlich auch spirituelle Quelle. Ich nenne sie einfach, weil sie für mich so kraftvoll scheint, den göttlichen Segen. Alles, was wir mit dem göttlichen Segen machen, wird uns besser gelingen. Es wird uns nämlich eines möglich machen, es wird uns ermöglichen, dass wir als Menschen zu einem Segen für andere werden. Mit diesen drei Quellen, bewusst verbunden, können Sie sich ganz, ganz sicher sein, darauf können Sie vertrauen, wird Ihnen Ihre Entwicklung, Ihr Weg, alles, was Sie tun, einfach besser gelingen. We'll be right back.